gibt immer so welche, die dann Vorurteile haben. Ich verstehe es einfach nicht. Ich sehe den Unterschied zwischen ihr und mir nicht. Wir sind doch beide Menschen. Ich bin die Leida, bin 12 Jahre alt und das ist meine beste Freundin. Hi, ich bin Emilia, bin auch 12 und wir kommen aus Baden-Württemberg. Mein Hobby ist Rollkunstlauf. Und mein Hobby ist der Gardetanz. Yeah. Also, wir haben uns eigentlich in der ersten Klasse so kennengelernt. Also, Emilia war da schon ein bisschen aufgedrehter als ich. Seitdem sind wir eigentlich sehr gut befreundet, ja. Also, Emilia ist sehr verrückt, sie ist sehr lustig und sie hilft auch immer einem, egal was ist. Wir denken immer ans Gleiche und dann lachen wir uns immer so an, weil wir genau wissen, was wir denken, ja. Wir wissen auch beide, wenn es einem schlecht geht oder so, dann sagt man ja immer, nein, mir geht's nicht schlecht, aber man merkt es einfach, weil man sich auch schon so lange kennt, das merkt man. Eigentlich muss Emilia nur bei mir sein, dann bin ich eigentlich wieder gut gelaunt. Emilias Papa, der ist ganz normal hier in Deutschland geboren. Emilias Mutter ist Italienerin. Ich würde gern ganz italienisch sein. Ich finde, man sieht es auch so ein bisschen, dass Emilia so halb Italienerin ist. Von den Augen her. Also ihre Eltern kommen aus der Türkei? Ich bin halt in Deutschland geboren und eigentlich ist für mich beides Heimat. Wenn jemand sagen würde, welche Nationalität hast du, dann würde ich eher sagen, ich bin Türkin. Es gibt immer so welche, die dann Vorurteile haben. Es wird es auch immer geben. Also es kamen schon mal so Sprüche wie, ah ja, das sind ja die Türken und so. Ich verstehe es einfach nicht. Ich sehe den Unterschied zwischen ihr und mir nicht. Wir sind doch beide Menschen, also verstehe ich da den Unterschied nicht. In den anderen Ländern machen sie halt anders vieles. Und manche Menschen verstehen es halt nicht und finden das komisch, aber niemand sagt das, so wie die Deutschen es machen, dass es so sein muss. Wir tanzen beide eigentlich. Ich tanze halt auf Rollschuhen irgendwie und sie halt auf Füßen. Also sie steht sehr oft in der Zeitung und sogar meine Großtante kennt sie schon. Dann kommt sie mal runter und sagt, guck mal, deine Freundin steht in der Zeitung. Aufgepasst, jetzt kommt der Hobbysparkurs. Es gibt beim Gardetanz drei Tanzrichtungen. Marschtanz, Mariechen bzw. Paartanz und Gardetanz. Welchen Sprung gibt es beim Rollkunstlauf nicht? Okay. Axel, Kalle, Lutz. Kalle. So. Mit welchem Fest ist Gardetanz unmittelbar verbunden? Das mit dem Hello, oder? Nein. Mann, da sammelt man Süßigkeiten. Ja. Da verkleidet man sich. Ja, du hast den richtigen Anfangsbuchstaben gesagt. Fasching. Ja. Was gehört außer Rollen, Stiefel und Gestellen noch an einen professionellen Rollkunstrollschuh? Stopper. Ja, oha. Fertig. Die Challenge. Jetzt kommt Medium-Botschaft. Achtung, jetzt falle ich hin. Oh. Hola, chicas. Hola, Ilaida. Hola, Emilia. Ich habe ein Challenge für euch. Ich weiß, eure Hobbys sind Gardetanz und Rollkunstlauf. So, bitte, mach eine Choreografie, kombiniert diese beiden Stile. Und ich bin mir sicher, mit viel Spaß, ihr schafft das. Ich werde begeistert sein, genau das gesamte Publikum. Jetzt mache ich weiter mit dem Sport. Ciao. So, ist das der von den? Let's Dance? Oha. Und da macht man Let's Dance mit, der zieht sich immer richtig verschieden an. Wirklich? Kriegen wir hin. Ja. Beim Rollschuhlaufen erzählt man eine Geschichte. So, stell mal vor, ich komme so rein, ja, so eine Geschichte, als erstes, und dann sehe ich dich auf so einer Bank, und dann entwickelt sich so eine Freundschaft. Ja. Ja? Ja.
Nur am Ende müssen wir uns wieder trennen. Nein. Nein. Nee. Das ist voll schön. Und jetzt kommt gewusst. Ich zeige jetzt ein paar Grundlagen, die man beim Gartenschau auf jeden Fall beachten muss. Zum einen ist es, dass man die Hände immer einstützt und dass die Finger immer zusammen sind und nicht gespreizt und schön beheftet. Das nächste ist, dass man die Zehenspitzen immer streckt, also so. Freestyle, der geht so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andere Seite, hinter, hinter, vor und klein. Okay? Sieht bei mir aus wie ein sterbendes Hühnchen, aber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Tipps, dass ihr vielleicht ein bisschen besser Rollkunstlaufen lernen könnt. Also, von rechts nach links den Kantenwechsel machen. Also, wenn du nach rechts oder links möchtest, würde ich mich eher mit dem Oberkörper auf die Seite nehmen und das Bein immer mit nach vorne nehmen, dass du ein bisschen mehr Schwung bekommst. Ich bin schon voll lange nicht mehr gefahren. Also, die Figur heißt Flieger und in der Figur stehst du auf einem Bein und das andere streckst du eigentlich nur nach oben. Also, den einen so hoch. Gib mir mal deine Hand. Ich lass dich jetzt mal gleich los, okay? Ja! Krass. Können wir die Musik geschwind haben? Ich probiere was aus auf den Rollstuhl und kann es halt nicht und dann kommst du und hilfst mir. Irgendwie reinfahren? Und einen Knechtübrecht oder so machen. Und dann helfe ich dir so. Okay? Mhm. Ich glaube, wir haben 4/8 ungefähr. Musik-Jenny also hier am Start. Wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann stehen wir kurz. Dann Musik. Okay. Musik. Nein, guck mal, ich komme so. Oh mein Gott. Wir haben es. Ich kann diesen Part gar nicht sehen. Ich auch nicht. So. Ich werde so verkacken, ey. Ich habe so Angst, dass wir jetzt komplett verkacken. Mir ist ein bisschen schwindelig, aber das ist okay. Ich sehe schon die Gesichter. Was denken Sie, ich wurde haben wir es bestanden? Glaubst du ja? Wir brauchen 20 Punkte. Natürlich haben wir es nicht bestanden. Doch. Ich rechne das nicht. Doch, du musst das rechnen. Was rechnen? Deshalb ist es so gut geworden. Mathe. Weil du beim Wettkampf immer sagst, Mann. Okay. Wir sind sehr froh, ja, und wir freuen uns, dass wir es geschafft haben und die Challenge
geschafft haben, ja, freuen wir uns. Verstanden. Ja. Und wie hat euch das Video gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dass ihr alle Folgen noch mit ansehen könnt. Folgt uns auf Instagram.